bin jetzt hier am Pegnitzgrund und treffe mich mit der Gesundheitspolitikerin Martina Stamm-Fiebig aus Erlangen. Hallo Martina, schön, dass du da bist. Hallo Gabriela. Ja, schön, ich freue mich auch. Was machen wir heute eigentlich? Lass dich überraschen. Aber sag mal, in meiner Bürgersprechstunde kommt jetzt immer das Thema Bürgerversicherung. Wie erklärst du das kurz und knapp? Das wird schwierig, aber es sind immer mehr Menschen einfach nicht versichert. Sowohl in der gesetzlichen wie in der privaten Krankenversicherung, weil sie sich die Beiträge nicht mehr leisten können. Wir müssen viel für Beitragsgerechtigkeit tun, vor allem auch für die kleinen Selbstständigen und für viele andere. Wir haben große Herausforderungen und die müssen bezahlt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle zusammen in einer Versicherung sind. Und warum machen wir das nicht schon längst? Die Gewerkschaften wollen es, die Wohlfahrtsverbände wollen es. Richtig, aber Angela Merkel und die Union, mit denen ist es nicht zu machen. Tja, naja, das heißt Martin Schulz. Stimmt, und die SPD, das ist unsere Stärke und wir müssen es den Leuten erklären, dass es höchste Zeit ist für die Bürgerversicherung. Ich bin dabei. Gut, dann machen wir das. Und was machen wir jetzt? Jetzt sporteln wir und tun was für unsere Gesundheit.